Wir mögen heute vielleicht denken, dass so die Zeiten geändert haben und dass sich viele Leute für spirituelle Themen wieder interessieren. Ich glaube aber, wenn wir mal ganz realistisch unsere Bevölkerung anschauen und ohne uns dabei irgendwie besser zu fühlen, einfach mal hinschauen, wer sich wirklich für einen spirituellen Weg entschieden hat, wirklich eine spirituelle Praxis für sich übt und einen solchen Weg geht, dann sind es doch relativ wenige. Ich denke, es ist ein großer Unterschied, ob ich vielleicht in Vietnam einfach in eine buddhistische Familie hineingeboren bin oder hier eben in der Schweiz halt eine angestammte Religion übernehme und mir dabei vielleicht nicht mal große Gedanken mache. Oder ob ich mich wirklich für einen solchen Weg entscheide. Und wir sind nicht so viele, die sich für einen solchen Weg wirklich entschieden haben. Ich sage immer wieder, auch hier in Bern, die große Religion, die wirklich große Religion ist der Konsumerismus, nicht das Christentum, nicht der Buddhismus, nicht der Islam. Die weltweit verbreitete und wirklich am meisten praktizierte Religion ist materieller Konsumerismus. So gesehen können wir uns den Luxus gar nicht leisten, zwischen buddhistisch praktizierenden und sagen wir mal christlich gläubigen Menschen einen Dialog des Streites zu haben. Wir können uns das einfach schlichtweg nicht leisten. Die Kraft, die in den Konsumerismus hineintreibt, alles, was uns täglich beeinflusst, das ist so viel mehr, so viel stärker, dass wir uns viel besser die Hand geben und miteinander einen Weg suchen oder diesen Weg versuchen, gemeinsam zu beschreiten. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo wir tagtäglich auf diese Möglichkeit der inneren Freiheit darauf aufmerksam gemacht werden. Die Welt, die uns umgibt, ist eine Welt, in der wir ständig beeinflusst werden, ständig darauf konditioniert werden, mehr zu haben, mehr zu verbrauchen. Die Resultate, die daraus naturgemäß entstehen, die kennen wir mittlerweile. Interessant ist aber, dass wir uns kaum von diesen Treiben abbringen lassen. Wenn wir in einen Dialog treten wollen, in einen wirklichen Dialog der Religionen, dann sind Grundvoraussetzungen absolut notwendig. Eine Grundvoraussetzung ist die Bereitschaft, dass sich etwas verändert. Die Bereitschaft, dass ich durch den Dialog, durch eine Begegnung nicht mehr ganz der gleiche oder die gleiche bin wie vorher. Dass sich eine Begegnung auswirkt in einer möglichen Veränderung. Wenn ich also in eine Begegnung hineingehe und dabei den Anspruch stelle, dass ich gleich bleibe, dass sich eigentlich an meiner Überzeugung gar nichts ändert, da kann keine Toleranz, keine Offenheit dabei entstehen und es kann keine wahre Begegnung geben. Denn Begegnung zwischen zwei Dingen oder Begegnung noch viel mehr zwischen zwei Wesen bedeutet gegenseitige Beeinflussung. Und es ist natürlich notwendig heute, dass wir wirklich von einer gegenseitigen Bereitschaft sprechen. Die Geschichte des Buddhismus ist geprägt, die Dialoggeschichte des Buddhismus ist geprägt von einer ganz einseitigen Haltung. Seit etwa dem 16. Jahrhundert kamen Missionare, vielfach jesuitische Missionare nach Asien, nach Tibet, nach Japan, nach China, später auch nach Vietnam. Und diese Bereitschaft der gegenseitigen Beeinflussung war sichtlich nicht gegeben durch die totale und absolute Überzeugung, dass die einen eben im Recht sind, die einen den wahren und richtigen und wirklichen Glauben haben, die anderen unterentwickelt sind, falschen Ansichten, falschen Glaubensvorstellungen verhaftet sind, die es entweder sofort zu verändern, sprich bekehren, geht, oder, wie das formuliert wurde von einem Jesuiten damaliger Zeit, wirklich um Ausrottung und Vernichtung dieses Glaubens. Es wurde so dargestellt, wenn wir diesen Buddhismus und diesen Aberglauben endlich beseitigen können, dann ist das Böse in diesem Land auch beseitigt. Solche Zitate existieren leider. Diese Einseitigkeit hat dazu geführt, dass in einigen dieser Länder, Beispiel Tibet und die sogenannte verbotene Stadt Lhasa, wurde eigentlich nur deshalb verboten, sie wurde verboten für Ausländer, für christliche Ausländer, die anfänglich sehr, sehr offen und bereit empfangen wurden. Und diese Offenheit für ihre Missionstätigkeit missbraucht haben. Das Gleiche ist in Japan geschehen. Dass aus diesem geschichtlichen Hintergrund
Buddhisten oft etwas skeptisch sind in dieser Verschmelzungs, sagen wir mal, Möglichkeit, insbesondere des Zen mit dem Christentum, das ist eigentlich nicht zu verübeln. Dennoch bedeutet es von buddhistischer Seite, dass wir wirklich neu beginnen müssen. Wir können nicht aufgrund dieser Vergangenheit Schlüsse ziehen, gültige Schlüsse ziehen, und wir müssen beide Seiten, müssen wirklich neu beginnen. Es war Hans Küng, der Theologe, der gesagt hat, wenn wir Frieden auf der Erde wollen, dann müssen sich zuerst die Religionen begegnen und es muss Frieden entstehen zwischen den Religionen. Und das ist eigentlich sehr einfach zu verstehen, weil die meisten Kriege sind anfänglich Kriege der Ideologien. Es gibt natürlich noch Kriege, wo es um ganz klare Machtverteilungen geht, um Eroberungskriege, wenn wir so wollen, materielle Kriege. Die kleinen Kriege in der Familie, die kleinen Kriege in Gesellschaften sind auch sehr oft ideologische Kriege. Die Unfähigkeit, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Die Unfähigkeit, wirklich zu sehen, dass meine Perspektive immer eine relative Perspektive ist. Und diese Arroganz, die wir oft haben, zu denken, ich bin im Recht. Oder der nächste Schritt von christlicher oder buddhistischer Seite, wir haben einen tieferen Einblick in die Wirklichkeit. Oder wir sind der einzig richtige Weg. Ideologien werden sofort zu Mittel der Abgrenzung und das bedeutet auch Ausgrenzung. Leider gehört zu diesem Punkt auch, dass so namhafte Leute wie der heutige Papst dann nicht besonders förderlich ist in seinem Verstehen, in seiner wirklichen Kenntnis auch von anderen Religionen und in seiner letzten Veröffentlichung. Wurde der Buddhismus unter anderem als atheistische Religion, also eine Religion, in der es keinen Gott gibt, hingestellt, was in unseren Ohren natürlich auch bedeutet, irgendwie etwas Gottloses. Und wie so das Gefühl von Gottlos in einem ankommt, das ist nicht unbedingt sehr förderlich. All diese Ideologien haben zum einen den Zweck, dass sie ausgrenzen und mich selbst erhöhen. Sie können mir glauben machen, dass ich die Wahrheit gepachtet habe. Und ich denke, wir brauchen von beiden Seiten eine ungeheure Flexibilität, ein neues Hinschauen. Was gemeint, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Licht, ich bin das Leben, keiner kommt zum Vater außer denn durch mich? Hat Jesus Christus in seinem Leben, in seinem gelebten Leben und alles, was wir darüber wissen, wirklich ausgegrenzt? Das ist die Frage. Ich denke, ein sehr, sehr praktischer Weg, die beiden Religionen miteinander in Beziehung zu bringen, geht über die Persönlichkeit und das gelebte Leben der beiden Religionsgründer. Ist ein sehr verlässlicher, ein sehr praktischer Weg. Weniger über unsere Interpretationen des Gesagten, sondern einfach mal anschauen, was haben denn die beiden Menschen damals wirklich getan? Was haben sie gemacht? Und wenn wir das Leben von Jesus Christus anschauen, so ist es ganz offensichtlich, es war absolut das Gegenteil von Ausgrenzung. Da kommen wir einfach nicht drum rum, dass er Menschen, die in ihrer Gesellschaft ausgegrenzt wurden, gesucht hat. Dass also keine aristokratische oder nur einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht zugängliche Lehre gepredigt hat. Dass er mit Prostituierten oder Zöllnern verkehrt hat. Beziehungen gepflegt hat zu Menschen, die in ihrer damaligen Gesellschaft am Rande standen. Das sind halt Dinge, die wir gerne mal schnell sagen und dann vergessen. Denken, naja, was hat das mit heute zu tun? Wenn wir sagen, Buddhismus ist eine Religion, in der kein Gott anerkannt wird, dann müssen wir das viel, viel genauer und tiefer untersuchen. Buddha sagte nur, ich habe nichts gefunden, ein Etwas, dem ich diesen Begriff Atman oder Selbst oder Brahman, Gott, zuordnen könnte. Er hat nie gesagt, es gibt keinen Gott. Er hat nur gesagt, ich habe nicht gesehen ein Etwas, dem ich diesen Begriff überstülpen würde. Daraus zu schließen, dass der Buddhismus eine gottlose, also atheistische Religion ist, ist einfach Unwissenheit. Der Kern der buddhistischen Lehre ist nicht selbst, Anatta. Nicht selbst bedeutet, dass Dinge nicht in sich selbst oder aus sich selbst
fix und abgeschlossen existieren können. Sei es diese Rose hier, oder ein Mensch oder ein Gott. Wenn wir die Rose untersuchen und zeigt ja, wir stellen sie ins Wasser, sie lebt unter anderem vom Wasser. Die Rose ist bedingt und abhängig von Wasser, von Luft, von Licht, von Erde, von Nahrung. Alles lauter Nicht-Rose-Elemente. Die Rose kann nur aus anderen Dingen geschaffen sein, als sie selbst ist. Also können wir nicht sagen, die Rose hat eine bleibende, fixe, feste Wirklichkeit. Wenn wir das auf uns selbst beziehen, ist es das Gleiche. Die meisten von uns haben zu Abend gegessen. Ja, was haben wir zu Abend gegessen? Brot, Tee, Kaffee, was auch immer. Ja, bin ich Brot? Bin ich Kaffee? Wir existieren aus lauter Dingen, die wir nicht unser Selbst nennen können. Und das Gleiche gilt für das, was wir Gott nennen. Könnten wir Gott fassen, könnten wir Gott festhalten, könnten wir Gott orten, könnten wir ihm irgendwo tatsächlich einen Tempel bauen, wo er drin lebt, wie klein wäre dieser Gott? Wie gering wäre dieser Gott? Steht nicht geschrieben, dass Gott allgegenwärtig ist, allgegenwärtig, wirklich allem drin und doch nicht fassbar? Also können wir mit diesem Wort Gott, können wir gar nicht viel anfangen. Ja, da kommt vielleicht jemand und sagt, ich habe täglich mein Zwiegespräch mit Gott. Was ist das, dieses Zwiegespräch? Ist es Gott, der mit mir redet? Ist es Anteile von mir selbst? Sind es Kräfte, die in diesem Universum sich manifestieren? Wissen wir das wirklich alles so genau? Die Mystiker, die christlichen Mystiker haben alle darauf hingewiesen, dass der Gott, den wir nennen können, den wir fassen können, nicht der absolute Gott ist. Und in fast gleicher Weise steht es im Tao Te Ching, aus dem chinesischen Taoismus, das Tao, das genannt werden kann, nicht das ewige Tao. Das Gleiche gilt für den Buddhisten. Nirvana, die grundlegende Wirklichkeit des Seins. Was ist das schon? Können wir sie fassen? Können wir sie einpacken? Können sie wir irgendwo kaufen? Wir können nicht viel sagen über Nirvana. Noch ganz wenig. Es hat etwas mit Friede zu tun, mit Befriedung des Geistes, Abwesenheit von den enorm egozentrischen Kräften, von Gier, Aversion und Festhalten. Wenn diese Gier, diese Aversion, dieses Festhalten woran? Am Körper, an Ideen, an Konzepten, an Begriffen, an Menschen. Wenn dieses Festhalten sich erlöst, auflöst, dann bleibt nicht zurück. Es bleibt Nirvana, Nibbana, es bleibt ein Friede. Friede, Nirvana ist zugänglich, ist da, dennoch können wir es nicht fassen und halten. Das ist die Perspektive, was wir auch nennen Leerheit mit 2e, leer von Konzepten. Wir können die letzte Wirklichkeit nicht in fixe Konzepte verpacken und sagen, das ist es jetzt. Wir leben natürlich in Konzepten, wir leben mit Konzepten, wir brauchen Konzepte, um funktionieren zu können. Wir müssen wissen, was ein Haus ist, was ein elektrischer Strom ist. Wir müssen wissen, was ein Mensch und was ein Mann und eine Frau ist. Aber wenn wir diese Konzepte mit der Wirklichkeit, mit der letztendlichen Wirklichkeit verwechseln, dann wird das einfach tragisch. Wir vergewaltigen die Wirklichkeit in ganz enge Ideen. Ich. Ja, wir haben das Gefühl, jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich. Ist schade eigentlich. Ich ist mehr. Ich ist mehr als nur das hier. Es ist schade, wenn wir Gott zu einem Konzept erniedrigen. Und es ist nicht einmal notwendig. Ein zweiter ganz heikler Punkt, den ich sehr oft zu hören bekomme, ist gerade eben diese Definition, dass es nur einen, wie der Papst das auch sehr deutlich nochmal formuliert hat, einen einzigen wahren Sohn Gottes gibt. Jesus Christus in seiner absoluten und einzigartigen Manifestation des Sohn Gottes. Wenn jemand diesem Konzept des absolut Einzigen sehr verhaftet ist, mag er vielleicht jetzt gekränkt sein, wenn ich das Folgende sage. Aus buddhistischer Perspektive ist jedes Ding absolut einzigartig. Jede Person, jeder Mensch, jedes Lebewesen. Die Tiefe des Wissens oder der Erfahrung seines Urgrundes mag verschieden sein. Im Buddhismus würden wir sagen, die Tiefe der Erleuchtung, die mag verschieden sein. Ob wir überhaupt Kontakt haben wieder zu diesem Urgrund des Lebens, das mag verschieden sein. Und es scheint auch uns Buddhisten, erscheint die Welt so, dass Buddha ein Wesen war, das in ungeheurer Tiefe diese
diese Wirklichkeit erleben konnte, eben vollkommen erleuchtet war. So will ich es, und es wäre verrückt, wenn ich das täte, in keiner Weise abbrechen, dass Jesus Christus in einer ungeheuren Tiefe seines Wesenskerns oder seines Urgrundes, nämlich des Vaters, wie er das nannte, Abba, sich dieses Vaters bewusst war. Der da hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Um das sagen zu können, dass es wirklich über 2000 Jahre noch stimmt für uns, muss diese Erfahrung sehr, sehr tief sein. Daraus jetzt zu schließen, dass er das einzige Wesen je auf Erden gewesen ist und sein wird, der diese Verbindung zum Vater in dieser Tiefe eben erlebt hat, ja sogar eben der einzige ist, der das wirklich hat sagen können, das hat ungeheure Konsequenzen. Ich denke, wir müssen uns wirklich bewusst werden, ob wir jetzt sehr tief verankerte Christen sind oder Buddhisten, was für Konsequenzen solche Aussagen, solche Ideologien, solche Glaubensbekenntnisse wirklich haben, in welchem ungeheuren Ausmaß ausgrenzend sind, wie ein Gefälle entsteht zwischen ihm und dem Alleinigen, der dies erleben und erreichen konnte, und dem Rest der Menschheit, die das nie wird erreichen können. Und das stimmt mit anderen Aussagen, die Jesus gemacht hat, in keiner Weise überein. Denn er spricht uns ganz klar an, ja, ich habe diese Verwirklichung erreicht. Ich und der Vater sind eins. Ich habe das gesehen. Ich erlebe das. In dieser ungeheuren Offenheit, in dieser kindlichen Größe und Offenheit, macht es mir nach. Kommt mit, folgt mir, kommt auf diesen Weg. Er hat uns wirklich eingeladen, diesen Weg zu gehen, seinen Weg zu praktizieren und nicht in einem Glauben zu verharren, dass er das zwar tun konnte, aber mich geht das Ganze praktisch jetzt nicht mehr viel an. Es gibt eine Nachfolge Christi, die wir leben könnten. In gleicher Weise hat Buddha uns einen Weg gegeben. Buddha hat immer gesagt, meine Person ist sekundär. Das Dharma, das Gesetz, die Lehre, die auch die dargelegte Lehre, der achtfache Pfad und die vier edlen Wahrheiten, die werden bestehen bleiben. Marga, es gibt einen Weg, einen gehbaren, praktizierbaren Weg. Das ist eine Einladung. Es ist kein Muss, es ist eine Chance. Die Dreieinigkeit, die uns im Christentum immer wieder begegnet, Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die ist sehr verwandt mit der Dreifaltigkeit oder der Dreieinigkeit der drei Körper von Buddha. Es gibt den historischen Buddha, so wie es einen historischen Jesus von Nazareth gegeben hat. Wenn ein Wesen seines Urgrundes sich bewusst wird, sich also der Tiefe seines Wesens bewusst wird, wird es zu einem Manifestationskörper. Es manifestiert die in allen Dingen angelegte Wahrheit. Das nennen wir den Nirmanakaya. Kaya ist Körper. Nirmanakaya ist der Verwirklichungs- oder Manifestationskörper. Untersuchen wir den Begriff ein bisschen tiefer, können wir sagen, aus diesem einen Etwas, aus diesem einen großen Leben manifestieren sich, in Asien sagen sie, die 10.000 Dinge der Welt. Das sind natürlich viel mehr als 10.000 Dinge, Milliarden von Dingen. Alle entstehen sie aus diesem einen. Sie scheinen wenigstens daraus zu entstehen. Es erscheint uns so. Vielleicht entstehen sie nicht einmal. Und sie sind. Sie sind in ihrer verschiedenen Manifestation immer noch das eine. In Form von Rosen, Kerzen, Tieren, Menschen, Bäumen, Mineralien, dem ganzen Universum, die Manifestationskörper. Konkret sprechen wir aber erst dann von einem Manifestationskörper, wenn dieser Manifestationskörper sich seinem Einssein mit dem All, mit dem Universum, wieder bewusst ist. Christus wurde sich voll und ganz diesem Einssein bewusst im Moment seiner Taufe. Da war ja noch Johannes der Täufer. Und in dem Moment kommt diese Stimme vom Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Da kommt jetzt dieses, man hört es, man weiß es, sie haben es gehört. Alle haben das gehört, die anwesend waren. Ja, jetzt hier, das ist der Sohn des Vaters. Natürlich ist eine sehr männliche oder patriarchalische Sprache, die sicherlich in ihrer Zeit so gebraucht wurde. Aber was da klar war, Jesus war eben erwacht zu seinem Urgrund, zu seinem Einssein mit dem Vater. Er war ein Nirmanakaya, ein Verwirklichungskörper, ein Körper vollkommenen Wissens oder Weisheit, wie wir das oft nennen.
In dem Moment, wenn wir das wirklich aus dieser Perspektive anschauen, werden seine Aussagen ganz normal, ganz verständlich. Ja klar, wenn ich meinen Urgrund erkenne, dann kann ich sagen, ich bin eins mit diesem Urgrund. Dann ist das nicht mehr eine Ketzerei oder etwas, das dann die Pharisäer irgendwie abstreiten können. Nur wer kann das von uns schon sagen? Wer ist in seinem Alltag, in seinem gelebten Leben tatsächlich schon so ein mit dem Urgrund, um das jeden Tag wenigstens einmal sagen zu können? Das ist Wirklichkeit, der Grad der täglichen Verwirklichung. Und da ist Christus in dem außerordentlich, er ist nicht gewöhnlich. Da ist ein Unterschied. Bei dieser Taufe kommt ja der Heilige Geist in Form oder der symbolischen Form der Taufe, des Friedens, des Lichtes auch. Licht und Friede sind in der buddhistischen Welt Merkmale der Achtsamkeit. Wo Achtsamkeit ist, da ist Licht. Achtsamkeit bringt Licht und Helligkeit in unsere Gedanken, in unsere Taten, in unsere Rede. Achtsamkeit erhellt unser dunkles, unbewusstes Umhertappen. Achtsamkeit ist wirklich vergleichbar mit dem Licht, das hier brennt, und wir können uns sehen. Wir können uns selbst sehen, wir können unsere Motivationen sehen, wir können sehen, woher wir kommen, wer wir sind. Achtsamkeit ist Licht, Achtsamkeit ist auch ganz viel Friede. Wenn ich sehen kann, dann kämpfe ich nicht blind. Ich kann sehen, ich kann Kontakt aufnehmen, ich kann erkennen. Das ist der Aspekt der Einsicht oder Weisheit. Der Heilige Geist Pfingsten erleuchtet, beleuchtet, erhellt. Das ist der zweite Körper. Der Sambhogakaya oder der Freude, der Lichtkörper. Auch der Körper der eigentlich des Genusses, nicht des sinnlichen Genusses, sondern des Genusses dieser Freude. Das ist der Genuss der Einsicht. Die Schönheit, wenn ich sagen kann, ich, der Urgrund eins. Ist nicht mehr, ich muss dahin springen, ich muss streben, ich muss machen, ich muss mich kasteien, ich muss mich beeilen, ich muss das, und das fehlt noch. Ist ein Ausatmen. Relax yourself. Entspann dich. Nicht in Faulheit, nicht in Bequemlichkeit, sondern in Friede, entspann dich. Höre, schaue, atme, entspann dich. Dann kommt der Heilige Geist, dann kommt Achtsamkeit. Das ist nicht so verschieden. Und wenn diese beiden Körper manifest werden, sich formieren, erlebbar werden, dann kommt das, was so schwer zu fassen ist, das, was man nicht fassen kann, was man nur ahnen kann. Dann kommt der Vater, dann spricht der Vater. Das ist mein geliebter Sohn. Ich hätte genauso gut sagen können, meine geliebte Tochter. Schön, dass sie gibt. Schön, dass du da bist. Dann erscheint, oder wir erahnen, diesen Universalkörper, den Körper des Gesetzes, den Körper der, auch der Weisheit, der göttlichen Ordnung. Wir nennen ihn Dharmakaya. Dharma, das Naturgesetz. Wir sehen, dass Dinge voneinander vollkommen abhängig sind, dass sie keine beständige, bleibende Natur haben, in fortwährender Verwandlung, in fortwährender Bewegung, nicht festgehalten werden können. Wir sehen, wir erahnen immer deutlicher, dass die konzeptuelle Welt, wie wir sie uns vorstellen, nur eine Seite verkörpert, die relative historische Wirklichkeit des Alltags, in der wir funktionieren. Dass vieles gar nicht wirklich stimmt. Leben und Tod. Vor ein paar Tagen ist mein Vater gestorben. Und es ist immer doch auch eine ungeheure Gelegenheit zu sehen, ja, was ist jetzt das wirklich? Leben, geboren werden. Tod. Tod, was ist denn das wirklich? Es hat etwas zu tun mit aus dem Blick entschwinden. Aus unserem Blickfeld entschwinden. Wir können etwas, das geworden ist, nicht mehr festhalten, nicht mehr orten. Natürlich kann ich jetzt hingehen und ein Glaubenskonzept hinstellen, das er wieder eine Partnerin bei meiner Mutter. Das kann ich glauben, das kann ich vorstellen, eine sehr schöne Vorstellung. Das ist auch ganz kindliche Vorstellung, dass die beiden jetzt irgendwo Händchen hatten da. Ich weiß es doch, ich weiß wirklich, es gibt aber ein paar Dinge, die wissen, die können wir wissen. Nämlich, dass was geworden ist, auseinandergeht. Nicht ganz auseinander, nicht Verlust, nicht Nicht-Existenz, sondern Verwandlung. Nicht außer, wir gehen auseinander heute Abend, ja. Stimmt das? Gehen wir heute Abend auseinander? Wir sehen uns einfach nicht, hören uns nicht mehr, riechen uns nicht mehr. Was heißt denn auseinandergehen? Wie weit ist denn auseinander? 5 Meter? 10 Kilometer? Ein Eck in der Schweiz, im nächsten. Ist das auseinander? Jemand, der nicht mehr in sein Land zurück kann. Natürlich, das ist für mich auch der
emotionalen Ebene nicht nachvollziehbar. Es muss ungeheuer Schmerz sein. Und gleichzeitig aber wissen wir irgendwo, das stimmt auch nicht. Es stimmt und stimmt auch nicht. Ich kann nie ganz von meinem Vater auseinander. Wenn die Konditionen da sind, kann ich es sehen. Verändert sich die Kondition, dann kann ich es nicht mehr sehen. Wenn ich es nicht mehr sehen kann, dann schließen wir sehr schnell daraus, dass es nicht mehr richtig ist. Und dann kommt Glauben rein. Dann kommen Ideen rein. Dann kommen Konzepte rein. Wann beginnt dein Leben? Bei der Konzeption? Wenn wir auf die Welt kommen? Das sind doch alles Konzepte, Ideen. Und das Tragische dabei ist, der Glaube, dass diese Ideen absolut wahr sind, richtig sind. Und der ungeheuer Leiden verursacht. Das ist das Problem. Es sind ja eigentlich gar keine schönen Ideen, die uns glücklich machen. Es sind Ideen der Absonderung, der Abtrennung, des Getrenntseins. Dann die große romantische Liebe und die Begegnung. Man findet sich endlich. Manche Leute sagen, endlich Dualseele gefunden. Das ist alles temporär. Ein paar Jahre später kann ich es nicht mehr halten. Es ist weg. Das meinen wir mit Dharmakaya. Ein Gesetz, eine Naturordnung, die ohne, dass ich da manipulieren kann, wirkt. Und in der christlichen Terminologie, der Vater ist nicht manipulierbar. Da kann ich das tun und das tun und so. Ist ein Urgrund, der nicht irgendwie für meine Zwecke gebraucht und missbraucht werden kann. Unser Lehrer Thich Nhat Hanh sagt, er empfindet den Weg oder das Tor zum Christentum über den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, als einer der sichersten Wege, ein sicheres Tor. Weit sicherer als durch die Person Jesus Christus oder durch den Vater. In der östlich-christlichen Kirche ist der Heilige Geist sehr, sehr gewichtig. Der Heilige Geist spielt eine ganz zentrale Rolle. Warum ist das so ein sicherer Weg? Nicht, weil wir den Vater oder den Sohn abschätzen wollen, abwerten wollen, in keiner Weise. Sondern der Vater ist schwer fassbar. Der Urgrund ist schwer fassbar. Der Sohn ist fassbar, aber oft missbrauchbar für meine Zwecke. Der Heilige Geist ist Achtsamkeit, ist Licht, ist Erleuchtung. Der Heilige Geist ist sehr praktisch. Wenn wir vom Heiligen Geist herkommen, die beiden anderen erleuchten, beleuchten, dann haben wir ganz viel Licht, ganz viel Freude. Wir können einen Weg gehen, können sagen, ich tue Dinge in Achtsamkeit. Was ich sage, was ich denke, was ich verkörpere, was ich tue. Ich glaube, wenn wir die Gemeinsamkeiten dieser Religionen in ihrer Praxis, was sie uns als Weg und Praxis anbieten, wenn wir das wirklich sehen, da können wir nicht mehr denken, das ist der einzige Weg. Einsicht bringt Toleranz. Und Toleranz nicht nur in einem fast zwangsläufigen Sein oder Gewährenlassen des anderen, sondern Toleranz im Sinne von, auch wie schön, dass es verschiedene Sprachen gibt für dies eine. Im Buddhismus sagen wir, es gibt 84.000 Wege. In dem Gedicht, das Thich Nhat Hanh mir geschenkt hat, schreibt er, es gibt Hunderte von Tausenden, also Hunderttausende von Wegen, nicht nur 84.000, es gibt Hunderttausende von Wegen. Denn wir, jeder Einzelne von uns, ist so ein Weg, hat in sich das Potenzial des Gesamten, hat jede und jeder von uns, hat in sich das Potenzial, wirklich Kind Gottes zu sein. Wir sind es eh schon. Wir können uns nur dessen bewusst werden und lernen, danach zu leben. Manchmal glauben wir, wir seien verstoßene Kinder. Dann haben wir einen guten Tag und dann denken wir, wir sind die geliebten Kinder. Wir sind uns nicht so sicher, dass wir seine Kinder sind. Und das ist der Weg. Das ist die Erleuchtung, die wir finden können. Ich bin daheim, ich bin angekommen. Ich bin nicht draußen, ich bin nicht verloren. Ich kann mir des Urgrundes Bewusstsein bewusst werden und danach leben lernen. Und das kann mein Alltag werden. Und dann ist unmöglich für mich, dass andere, die nicht die gleiche Sprache sprechen und die gleichen Symbole gebrauchen, ausschließen, die Tür verschließen oder die Tür nur unter der Bedingung öffnen, dass sie meine Gedanken, meine Symbole annehmen. Was ist das für eine Familie, die sagt, nur wenn du meine Ideen annimmst, kannst du hereinkommen. Und das gilt nicht nur für Christen, das gilt unter Buddhisten in genau gleicher Weise, weil die verschiedenen buddhistischen Schulen immer wieder auch dazu geneigt haben, dass die einen über die anderen stellen.
Und das gilt nicht nur für Buddhisten und Christen, das gilt für alle anderen Menschen, ihre Wege und Religionen genau gleicherweise. Ich denke, das ist ein Angebot, das unsere Zeit bringt. Unsere Zeit bringt viele Schwierigkeiten ihrer ganz spezifischen Art. Das ist ein Geschenk der ganz positiven Art an uns heute.